Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, und hallo, it's Daim. Freut mich sehr, dass du dir fast den Hals verrenkst. Wir sind heute im Nexus-Kampf. Letzte Folge habt ihr gesehen, Vorbereitung mit Lager, müssen wir noch ein bisschen was verbessern. Wenn ich manchmal ein bisschen vorwurfsvoll rede, wundert euch nicht, ist nicht böse gemeint. Es ist wirklich nur, oder es geht wirklich nur darum, das Ganze ein bisschen zu strukturieren, und manchmal macht es einfach Sinn, wenn man sich da ein bisschen, ja, hervorhebt. Ich will mich nicht irgendwie über andere heben oder so, versteht es mir nicht falsch, aber manchmal macht es einfach Sinn, wenn man klare Ansagen macht. Und jetzt gehe ich zurück in den Channel und jetzt wird es auch gleich losgehen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Nexus Fight, Leute, ab geht's. Ja, genau, wir ein bisschen später los. Ja, lass uns bei der linken grauen Fahne treffen. Wo ist die? Ganz vorne oder wie? Vorne vom Tor. Bin wieder da. Bibi, Ralf, Bibi. Treffpunkt linke graue Fahne. Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Okay. Gut so. Die Wodka-Fahne meinst du hier? Genau. Nix, danke dir. Passt zu den Zwergen in meinen Suchen. Alter, ist hier was los? Jetzt wird's lustig. Aufnahme Boah. starten. Ey, ich hab keine Club Mate Boah. heute gefunden. Ich muss halt echt Oh, Christian, du arme Sau, ey. Ich hab Club Mate ey, gerade so schön am richtig Start zum hier. Kotzen. Wer von Was euch ist denn? Ein guter Bogen? Ich kann nicht gucken. Ich Nein, kann oh. ich nicht. Ich Was also, sind denn seine extrem heftigen Bogen. Ja, was soll ich denn gucken? Wer quatscht denn da die ganze Zeit, ey, Leute? Schnauze bitte mit RTL und so. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Was mit dem Björn? Der steht da voll dir vorne bei den. Ja, der ist nicht im TS, das ist Der ist nicht in. Naja. Ja, lass Soll ich ihn mal rüberholen? Okay. Ja, jetzt Snow hast, Björn hast steht auch du noch vorne. Enderpfeilen. 3, 2. Ja, ich hab Enterhakenpfeile, aber keine Enderpfeile. Okay. Gut. So. Wir warten Hello. Jetzt. Wo warten wir denn eigentlich denn? Wir warten hinten. Komm doch mal rein. Warten. Okay, auch, nee, auch bei uns übernimmt einer jetzt bitte die Leitung. Mhm. Ein einziger bitte. Moment. Die im Mike. Ja. Okay. Hat jemand Enderpfeile mitgenommen? Ich nicht. Ich habe nur durch Enderpfeile wirst auch du getauscht dann, ne? Ja, das ist ja. mir klar. Ja. Gut, das ist Sollten die Taktik. Laufig machen. Aber ohne Enderpfeile bringt das nichts. Dir King, du hast Enterhakenpfeile mit. Ja. Wie viele? 13 Stück. Gut, das heißt, wir können 13 Leute rausziehen, wenn wir auf Anhieb treffen. Gut. Haben wir ja. Weiter. Sind alle, die jetzt hier rumstehen, noch im TS? Ja. Nein, passt auch einfach so hier gegangen. Rumstehen? Ich. Wo steht ihr denn? An der Fahne. Der linken Fahne. Der Nose, der ist schon weg. Okay. Der Nexus geht, glaube ich, noch. Ja. Also, geben wir geschlossene Gruppe. Wir kümmern uns um kleine Vorne Gruppen. Nicht so schnell. Vorsicht, da müsst ihr Pass auf. Rüberhüpfen. Vorsicht, da packt ihr da rein. Was zur Hölle, ey? Wo ist denn hier bitte eine graue Fahne? Hier kommt die ganze Zeit. Das ist so kacke, dass man sich am Spawn noch. Ach so, sie setzt also am Anfang vor noch. Dem Tor. Jo, vor dem Tor. Ich habe extra gefragt, ob ich jetzt mitlaufen soll. Ja. Nee, hast du falsch verstanden. Was denn? Hast du falsch verstanden. Muss ich mal laut, leise machen. Du schreist schon wieder vorum bei mir hier. Guckt, dass wir zusammenbleiben, aber nicht auf einem Haufen, weil Feuerpfeile etc. machen Flächenschaden und dann sind also mehrere gleich im Arsch. Würde ich sagen, aber bei mir leckt es bei euch auch ein bisschen. Nö, nee, null. Also, das ist ganz kurz, dass es leckt oder so, völlig uninteressant. Das ja. merken wir alle ja. sofort, ja? Also, bitte nur auf den Kampf. Ja. Wenn wir so eine Hardcore-Truppe sind, dann müssen wir uns da auch wirklich konzentrieren. Ja, das muss gehen. Es sind genau ja, eine Sorte Informationen wichtig, und zwar Gegner gesehen, wer und wo. Oder was und wo. Mensch, vor, keine Ahnung, können wir Koordinaten festlegen, Richtung blau, rot oder grün. Die Farben seht ihr, wenn ihr F3 drückt. F3? F3. Oh. Siehst du ja da das Kreuz mit den Farben Rot, Grün, Blau. Ich ja. würde eher sagen Süd, Gegner Ost oder Gegner Westen gesehen, oder ja, Norden. Es gibt keinen Süden und Osten. Hast du einen Kompass mit? Doch, bei Facing. Nee, das, wenn du F3 drückst, steht das bei Facing. 3. Stimmt, Facing. Unten links in dem F3-Ding. South, West, North. Ja, East. Das geht. Also Richtung Nexus ist South. Und okay. Ja, 1000 Blöcke ist das. Die, wie ist der Plan? Ich hab keinen Nord-Süd. Da steht der unter XYZ, Block, Chunk und dann Facing, genau. XYZ, Block, Chunk, Facing. Oder den XYZ, aber da steht nichts bei mir. Vier drunter. Nein, da drunter. Drunter. Block, Chunk, Facing. Ja, Facing. Ah, so, ja, jetzt hab ich's ja. kapiert. Gut, wir nehmen die Koordinaten. DMD lernt Minecraft kennen. Ich habe den anderen gesagt, sie sollen sich um die Schreine kümmern, dass sie sich immer mal wieder einen Schrein schnappen, aber nicht zu viel Zeit vergeuden und durchziehen zum Nexus. Das heißt, wir okay. werden
Okay. Ah, ich hatte alle dahin. Ich hab doch ein bisschen Lex. Aber ich das ist ganz gut, aber, wenn wir noch hier hinten sind. Ich möchte einer, der den Weg richtig gut kennt, und das ist Deer King. Der sagt, wo wir langlaufen. Deer King ist gerade vom Server, oder? Kennst du den geheimen Deer King? Also ich bin noch da. Ja, das ist hier vorne bei dir, Dean. Gut. Ja, laggen alle gerade ein bisschen hier. Wir müssen mal das Thema laggen können wir jetzt nochmal bitte mal abhaken, oder? Ja, ja, deswegen, das ist aber normal jetzt am Anfang. Ja. Man kann nicht essen. Ja, kann ich auch. Ah, doch, du musst einfach einmal essen und dann isst er irgendwann. Also, der macht das schon. Sind auch die Fraktionschats irgendwie jetzt nur noch fraktionsgebunden? Weil ich sehe überhaupt keine anderen Chats mehr hier unten. Ist voll ruhig im Chat. Ja, das ist normal. Also, du kannst nur noch 60 Block oder so reden, oder wie das war. Ah, stimmt, das ist auch Blöcke. Okay. 50 Blöcke. Und mit Plus kannst du dann an die Zwergenfraktion schreiben. Okay, ich wusste das nicht, dass das Plugin hier auch läuft. Okay, also es im Moment bleiben wir hier stehen, ganz ehrlich. Ich bin nicht bereit, unter den Voraussetzungen irgendwas zu riskieren. Mhm. Wir bleiben hier stehen, also. Ja. Okay. Gut, dass du mich hört, ich habe den ausgetrennt. Man sieht ja, dass wir alle ein bisschen am Rucken sind. Ich will jetzt nicht lecken sagen, weil ich schon die ganze Zeit jeder verboten hab. Da könnte man jetzt das schöne Skelett bewundern. Hier ist doch toll, das Skelett, oder? Ja, schön gebaut. Ey. Das ist mal richtig schön. Ey. Wir können ja langsam vorschreiten. Ja, das muss die entscheiden. Sehr schöne Ranken an diesem Skelett. Das ist schon seit einer halben Stunde mein Steak hier. Nicht nur du. Oh, das ist schade. Du, die meinst, es wird noch besser, da wollen wir mal, weil ich hätte schon auch Bock, was zu tun. Ich bin gerade dran, weil im Moment ist es katastrophal. Also ich muss sagen, ich esse mein Steak mal so wie im realen Leben. Nicht in 5 Sekunden, sondern in ein paar Minuten. Der Deer King, siehst du doch noch die Gegner oder so? Mal konzentrieren, bitte. Ich sehe noch keine Gegner. Okay. Warum ist denn hier so still, Alter? Ja, aber du ein paar weniger im Channel sind. Ja. Nein, nein, ich meine auf dem Server, hier in der Ecke. Hier war doch immer voll die Action. Hier war doch schon voll Bogenschlacht immer und so. Ja, ne? Ich habe keinen einzigen Gegner gesehen bis jetzt. Weil wir später losgelaufen sind, vielleicht. Aber wisst ihr, was mich auch irritiert? Es kommen von hinten keine neuen Zwerge nach mit schlechter Rüstung. Die timen alle aus. Es ist auch keiner. Entweder ruckeln alle. Stimmt. Es sind schon 37 Leute raus. Jetzt gehen noch mehr raus. Ja, auf jeden Fall sind nur noch 199, 197. Ja, das ist gut. Je weniger das sind, umso besser läuft. Das ist die neue Taktik bei Legend. Geht raus, damit wir Leck voll spielen können. Also, Deer King, wir fangen mal an. Okay, dann alle danach. Ja, wobei die Idee ist gar nicht so schlecht gewesen. Wir warten erst mal, bis so 50 Leute rausgehen und dann wird es für uns besser. Nicht drinnen, nur gehen. Also essen kann ich immer noch nicht, ne? Doch, du musst lange genug gedrückt halten. Ja! Also ich habe jetzt ungefähr 5 Minuten gebraucht, um 2 Sticks zu essen, hat funktioniert. Dann haben wir aber wieder das Leckproblem, dass man jemanden trifft, wenn man schlägt. Genau dasselbe. Das haben wir wie beim letzten Mal. Ja, klar, also Hauptsache ich konnte was essen. Kommt klar, das hat jeder. Bei mir kommt noch nicht die Hunger bei. Also dir ging ich schon am Vorlecken. Sorry. Ja, wir sind schon hier unten. Ich würde nicht bewegen. Das ist alles nur Zufall, was wir jetzt machen, wenn wir uns bewegen und irgendwo die Hunger treffen. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Die stehen noch alle am Spawn. Wir stehen schon hier unten, also über das Wasser. Also ich stehe neben dir, King. Ich hab mich mal übers Wasser drüber gewagt. Bei mir steht sie noch auf. Na, egal. Ja. Markus bei mir steht sie noch am Spawn. Hat das schlimme Wort gesagt. Er hat gesagt, es lädt gar nicht. Mann! Übrigens haben wir noch 0 Punkte und Zwerge haben 0 Punkte und es gibt 0 Kills und 0 Tode und der Nexus ist einfach 0 und die stärkste Stärkschaft haben die Menschen. Es sind nur noch 186 Leute. Also 100 weniger als vorhin. 185. Ah, ich hab ein Steak gegessen, juhu! Sind wahrscheinlich jetzt alle schon Nexus und keiner kann sich schlagen. Ich hab ein Steak gegessen. Wollen wir zurück zum Schrein und in der Masse den einnehmen? Das sollte funktionieren, oder? Das müsste funktionieren. Ja, einfach unter dem Mund hergehen. Ja, dann gehen wir doch erstmal den Plan. Lass doch mal bitte gehen. Ich meine, wenn wir uns schon nicht töten können, dann müssen wir das in den Schrein klar machen. Ich hab TPS gekriegt. Juhu! 8 Minuten hat's gedauert, bis die Anzeige kam. Das ist nicht erkältet. In Stärkeschrein oder was? Ja, lass doch mal irgendwas einnehmen, bitte. Wir haben locker 20, 30 Leute hier. Der ist direkt hier vorne, also einmal geradeaus durch. Du, Diem, die ist okay, aber ich weiß, du bist gerade Brain AFK, ne? Gut, wir laufen also hinter. Langsam geht's, ne? Wir laufen 180, hinter ne? Deer King her, richtig? Ich finde das, glaube ich, schon langsam, etwas schneller. Es sieht ein bisschen besser aus, wenn sich Deer bewegt. Also, Deer King, geht daher. Was? Ja, also ist nur noch 170 drin, ne? Also, wenn ihr mal hier um die Ecke kommt,
komm, okay. Komm mal runter hier zum Wasser. Wo ist denn die King? Warum lass du nach rechts? Wir müssen nach links. Hä? Wenn mich die Nier King noch am Spawn. Bei mir auch. Ich bin aber. Die ist schon über dem Wasser. Ja, ich hab Streambeweis hier. Und ungefähr 74 Leute, die der Zeuge sind. Das mir. Ich kann ja Screen schicken. Steht vor mir. Okay, das heißt, wenn ich jetzt da selber alleine hinrenne, ist sowieso keiner da, weil jeder irgendwo rumbackt auf der Map und keiner weiß, wo der andere ist. Genau. Super. Ja. Also los, dann laufen wir jetzt alle zu diesem Schrein. Was soll's, ey? Vielleicht wird das Skript ja erkennen, dass wir alle da sind. Nur man sieht's nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also jetzt mal ehrlich gesagt, also bei mir steht ja alle da oben am Spawn. Bei mir auch. Ich bin schon weg. Ich bin schon bei diesem gelben Ding da. Was auch immer das ist. Ja, Mensch hier an der Seite im Wasser. Also ich stehe noch am Spawn. Ich bei dem gelben Kristall, was auch immer das für ein Kristall ist. Huh. Und rechts daneben so ein kleiner Gang. Und das ist eine Ender-Chest? Okay. Kommt ein Mensch zum Spawn. Oh, ich konnte das Steak essen, yay. Alter, krass, hier lädt die Map einfach nicht weiter. Ich stehe einfach an dem, am Toten, am Ende von der Map. Ist ein Zandare. Ja, weil der am Server. Zandare rusht zu uns rein. Die Position ganz woanders ist, als du in Wirklichkeit bist. Ja, wie geil. Rusht Zandare. Also Leute, ihr seht selbst, der Server hat wieder massive Probleme. Leider hatten wir es letzte Woche auch schon. Ich will dafür echt keinen verantwortlich machen, aber es ist wirklich ärgerlich, weil sich die Leute immer so drauf vorbereiten und ihr seht ja selbst die Blitze, die ihr da im Hintergrund hört oder die Pfeile. Das sieht schon schön aus, ne? Aber leider, wie gesagt, meine Position. Nexus nach rechts, ne, geradeaus. Ich glaube, das ist der Eingang von den Zandaren, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, da kann ich auch nur diesen Chunk jetzt hier begutachten, aber so können wir mal in Ruhe ein bisschen durch den Nexus gucken. Und wie ihr seht, das funktioniert nicht. Also das wird leider so wieder keine Nexus-Schlacht geben, glaube ich. Aber wir können zumindest mal, oh, hier, da hat ein Chunk geladen. Ja, ja. Scheint, als würden hier sich so einige Sachen auftun. Okay, hier ist wieder Dead End. Und ich glaube, dass auch diese ganzen selbstgeschriebenen Plugins, die da auf dem Server laufen, vielleicht nicht unbedingt für die Performance gut sind, wie zum Beispiel die Blitz- und Donnerpfeile oder allgemeine Blitzpfeile. Hier scheint auch noch ein Eingang zu sein. Die sind immer so Endertruhen. Aber die kriegen die nicht mal. Oh! Oh shit, bitte nicht, Ralf. Wo bin ich? Oh nein, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Nein! Bitte nicht. Ach du Scheiße, Leute, das ist auf jeden Fall krass. Alter Schwede, wo bin ich denn jetzt? Willkommen im Nexus, Alter! Nein! Nein, ich will nicht sterben, bitte nicht! Nein, nein, nein! Meine Rüstung, dir, mein Schwert, Schärfe, Haltbarkeit, Rückstoß, Verbrennung, Arme, Bogen, ah! Mir fällt gerade nichts Besseres ein, Leute, als zu reloggen. Sorry. Aber das war ja echt krass. Heilige Scheiße, sowas mir nie passiert. Okay. Also. Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Server drauf. Ich glaube auch, Gott, was machen wir denn jetzt, Leute? Es tut mir wirklich leid, ich hätte euch gerne mal einen YouTube-Nexus-Fight gezeigt. Das war absolut meine Intention. Ich habe auch keinen Livestream gerade am Laufen. Genau aus dem Grund, weil ich eben gesagt habe, nee, heute mache ich den Nexus mal für YouTube. Jetzt tut es mir wirklich leid, dass das eine Aufnahme geworden ist, die man fast nicht Aufnahme nennen kann. Ich werde es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen mit euch probieren, weil ihr also ein bisschen vorspulen wollt, ja. Ich kann nicht euch sagen, wie lange es mit der Anmeldung dauert, ob der Server wiederkommt, ich weiß es nicht. Ich probiere es aber weiter aus. Gehe jetzt nochmal zurück in den Teamspeak und schau mal, was die Leute sagen. Wenn jetzt ein paar böse Worte fallen oder dass die Leute unzufrieden sind oder so, bitte nehmt es nicht euch zu sehr zu Herzen. Es ist einfach bei so einem Riesenprojekt immer sauschwierig, das zu organisieren. Und es geht gerade allen so auf dem Server. Wir sind nicht die Einzigen, ja. Also andere Livestreamer, YouTuber etc. die da sind, die haben auch dasselbe Problem wie wir. Ja, das hatten wir gerade gesehen, weil der Typ geschrieben hat. Also ich bin Pfeile hier rumfliegen, Alter. Ich bin wieder da. Also ihr fliegt auch alle durch die Map, ja? Nee. Ich könnte das machen und dann würde das passieren. Also ich bin durch den Boden geflogen und bin unter der Map irgendwo, da habe ich mich ausgelockt. Ich hatte zu viel Schiss, dass ich sterbe. Habe ich auch gemacht. Ich bin wirklich... Mein Combat-Log geht gar nicht. Ich bin wirklich... Ja, ich bin einfach durch den Boden gefallen. Ich war sogar da gestanden, wo Map ist und geladen war. Und bin einfach durch den Boden gefallen. Auf einmal war ich weg. Warte, bei Mega, was war es genauso? Ich weiß, wo ich bin. Hier bin ich sicher 100%. Ja, ich komme auch nicht mehr auf den Server oder so. Das kann nur... Es läuft ja, also Mike, jetzt nicht, bitte nicht persönlich nehmen, ganz im Gegenteil, aber es läuft ja noch beschissener als letzte Woche. Ich weiß. Was ist da los? Welches ist ein Plugin oder so, oder ein Script, oder? Laut Monitoring laufen die Plugins alle top, aber der Server hat wir hatten schon mehrmals so viele Leute. Hm. Und jetzt sind 134 Leute drin, der Server läuft auf 85, 90% Auslastung. Ja, okay, krass, ja gut.
Was ist denn 123 drin? Liegen auch zu viele Pfeile rum. Ich glaube, die Pfeile sind ganz stark. Du musst jetzt mal komplett alle Entities löschen. Mein Essen schwindet. Hier am Spawn sind allein schon 2000. Also, kriegst gleich Damage. Und nur die Pfeile löschen. Nicht viele töten. Ja. Einmal kurz die Pfeile löschen, weil das sind 2000. Ihr kriegt Hunger? Ich kann die ganze Zeit hier rumlaufen und hab nicht einmal Hunger bekommen. Ich krieg Hunger und muss wahrscheinlich gleich gar nichts mehr haben und einfach jämmerlich verhungern. Ja, das wäre bitter, das wäre richtig bitter. Ich trau mich gar nicht. Wo seid ihr gerade, Anne? Ich trau mich irgendwie nicht hier vor zu sprechen. Hab mich ausgelockt. Weil... Also ich stehe immer noch am Spawn. Also, mir lädt jetzt ja auf jeden Fall alles super. Voll was ist das? Mir läuft noch so langsam flüssiger. Was kann das sein? Das kann echt sein. Aber Chat funktioniert einmal frei, ne? Nur so ja, Chat funktioniert einwandfrei, aber die Chunks werden nicht geladen. Ja. Prüf mal ganz kurz, Mojang, Minecraft-Status. Bei mir wird alles eigentlich okay angegeben. Der Chat ist auch sehr weit verzögert. Nee, bei mir nicht, kein bisschen. Echt? Du weißt ja nicht, wann die das geschrieben haben. Wenn du was schreibst. Vor 5 Minuten. Wenn du was schreibst, schreib doch mal selber was. Und guck, ja, wann das da reingeschrieben wird. Ich schreibe jetzt Hallo. Und kam direkt bei mir. Hey. Wie ihr merkt, Leute, wir sind schwer am Arbeiten. Oh cool, bin wieder da. Das ist die erste Anzeige, die ich sehe, dass irgendwie mal getötet wurde, ey. Was? Power, hier, ich steh vor dir. Vor mir steht keiner. Doch, ich steh vor dir. Wo denn? Vor dir. Also ganz kurz zur Info, ich bin wieder auf dem Server und hatte komplett nichts mehr zu essen. Es war komplett weg. Ja, ich bin schon verhungert beim Spawn. Obwohl ich raus ausgelockt habe. Naja gut, aber Alter, du Spawn ist ja fliegen. Sowieso, wenn du dich beim Nexus ausloggst. Also ich fühle mich wie in Matrix. Also ich habe gerade mal einen Sandan geschlagen und einen Menschen geschlagen, aber auch nur einmal und... Ach, der auf, kurz auf Schießen. Das also dort irgendwie 20 Jahre, bis du den Marker bekommst. Ich habe Angst, dass ich mein Equipment verliere. Ich muss ganz kurz runter zu Twix. Wow. Na, alle Meldungen, die gelten, werden öffentlich über Alert oder über global geschrieben. Ich habe noch nicht mal eine Meldung bekommen vom Server. Ich sage irgendwie. Das war auch keine offizielle. Okay. Und ich bugge gerade. Er bleibt doch einfach stehen und dann gucken. Ging richtig viele Pfeile. Aua, jetzt habe ich Schaden bekommen. Jetzt einfach mal zum Nexus, keine Ahnung. Das ist Blake. Dave? Ja, was ist? Wo bin ich? Im Spawn. Ich bin vor dir. Ja, du läufst hier gerade lang. Ich bugge hier gerade. Alter, da sind ganz viele... So, das mit der Organisation ist schade, wir werden es gerne mal ausprobieren. Ich finde das voll geil, dass das Tor immer wieder hier runterfällt. Ich habe voll Schiss, dass du hier erschlagen wirst. Das ist ein bisschen wie bei Indiana Jones, wo du durch solche Fallen hüpfen musst. Ah, guck mal, der Nexus hat sich geöffnet. Dwin Take wurde von Gamers Time mit Angus Zorn erschlagen. Na, immerhin, es wurde mal jemand erschlagen. Ich glaube, das war der erste Hit, den ich seit langem gesehen habe. Also, ihr habt ihr gesehen, dass er wieder hingift, oder war nichts mehr? Läuft wieder Go. Fast. Ich glaube, dass die Jungs im Hintergrund auch gerade die Sachen aufräumen. Und man muss aber wirklich sagen, es lief am Anfang besser. Es ist echt komisch, aber ich glaube nicht, dass so eine Spieleranzahl lag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ey. Oh, Khan wurde getötet. Okay. Also sind die Zweige schon bei den Menschen dran. Boah, fliegen die Pfeile hier. Es scheint so, als würde es ein bisschen besser laufen, weil wir uns wieder sammeln und zusammen losgehen, so wie es geplant war. Nicht, dass wir jetzt auseinanderfallen. Ja, ich bin gerade im Wald, auf dem Weg schon. Der Server wurde neu gestartet, echt? Nein. Naja, das mit dem Essen klappt immer noch nicht. Ich sag mal so, die ganzen Zwerge, die einzeln gelaufen sind von uns extern, die stehen alle vorne beim Stärkeschrein bei mir. So. Alter, beim Stärkeschrein sind dann nur Pfeile. Boah, Lava! Ich Idiot, ich bin da reingefallen. Na super. GG. GG. Ah, ich bin so, ich kommst hab... raus? Ja, komm, wir hey, da vorne läuft Dia King. Dia King bleibt bestehen. Oh nein, ich sterbe am Hunger, ist das bitter.
Ey, und ich bin in die Lama gesprungen, ey, wie blöd bin ich denn, ey, Leute, es tut mir wirklich leid, aber mir ist gerade nichts Besseres angefangen, sich auszuloggen. Und ich glaube, ich habe mir, ja gut, ich habe mir, ja, doch, ich habe meine Sachen noch, Wahnsinn, ey. Aber leider sehe ich nichts mehr. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch noch durch Lava gestorben wäre, ich weiß auch nicht, ey. Ist zwar nicht die feine Art, was ich gerade gemacht habe, aber so die Aufnahme zu beenden. Ich bugge irgendwo. Ah ja, stimmt, mit Sneaken hier scheint es wirklich zu klappen. Oh. Komm, lass mich raus aus dem Wasser. Alter, wie hart das hier leckt. Muss man auch aufpassen, wenn ich hier ertrinkt. Boah, das ist nicht auszuhalten hier. Guck mal. Ich weiß noch nicht mal, wie Richtung ich gucke. Okay, jetzt mit Sneaken. Scheint's. Ah ja, okay, wunderbar. Bin wieder da. Bin wieder da. Super totender Zwerg. Okay, da habe ich schon mal zwei gute Verbündete hier um mich. Der widerspiegelt, was hier so abgeht auf dem Server. Ja. Der Geschrei wurde von den Menschen erobert. Alles klar. Schon wieder. Steht bei mir, ja. Ja, Kevin konnte gerade ein paar Leute einfach so töten. Ja, ich bringe ihn auch nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach weiter Richtung Nexus. Ich komme nicht mehr auf dem Server, gar nichts hier. Ja, ich bin gerade wieder zurück, aber ich bin auch in diesem Teich da am Anfang gefangen gewesen für 2 Minuten, bis ich überhaupt da rausgekommen bin. Da unten läuft Game. Da unten läuft Game. Alter, ich krieg einfach Schaden. Wieder. Ja, dafür ist mir die Rüstung so schade. Es geht wieder, glaube ich. Alle bewegen sich richtig schnell. Ja, das, weil der Server hinterherhängt und der lädt ist quasi alles nach. Deswegen bewegen sich alle so schnell. Wahrscheinlich schon 5 Millionen Ticks verpasst oder so. Ja, genau. Weiß ich nicht. Und die lädt er jetzt gerade alle nach. Oh, nee, mein Fire kommt sofort raus, also. Ja? Ja. Also ich back hier am Start fest. Ich kann nicht mal springen, lauf vor, zurück, geht gar nichts bei mir. Essen klappt auch nicht. Ich sterbe jetzt gerade. Sich alle Essen. Richtig schnell. Also für die, die richtig, für die, die laufen können und kämpfen können, Leute, nutzt das aus und schlachtet alles ab, was euch vor die Flinte kommt, ja? Also, wenn ihr meint, es ist spielbar, dann auf geht's, drauf auf die anderen, ja? Also dann, das müssen wir nutzen. Ja, ich muss immer ein Stück laufen, so, warten, bis Chunk geladen ist, dann geht's weiter. Oh, bei mir fliegen einfach nur 20.000 Pfeile durch, jedoch. Also, ich kann gar keinen mehr schlagen. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich regeneriere und hab kein. Ja, Leute, wirklich hart an der Grenze. Weiß nicht, was ich machen soll. Und diese Tür mit der Lava war ja echt übel, ey. Ein Nexus-Kampf, so wie ihn keiner haben wollte, aber so ist leider die Realität. Ich hoffe, dass das Server-Team, Technik als auch G-Portal daran arbeitet, dass der Nexus-Event bleibt, den wir behalten können. Ansonsten macht das meiner Meinung nach wirklich keinen Sinn, wenn dieser Event in sowas hier ausartet. Es ist ja leider nicht spielbar. Das ist das Problem. Es ist einfach nicht spielbar. Zumindest nicht in dem Umfang. Vielleicht müsste man so ein paar Abstriche machen, ein paar Sachen rausnehmen. Weniger ist mehr, das Ganze kleiner machen vielleicht. Die Map ist vielleicht zu groß. Ich kenne mich leider mit der Technik nicht aus. Vielleicht habt ihr ein paar gute Tipps. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber es ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich für alle, die jetzt hier im Livestream sind. Oder ihr da draußen, die gerade auf YouTube guckt. Ich entschuldige mich dafür, aber ich kann es nicht beeinflussen. Ihr seht ja selbst, was da los ist und ja, bin ein bisschen enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Aber ich will auch, nicht, dass es falsch versteht, auch keinen Vorwurf machen. Ich habe mich nur so drauf gefreut und jetzt passiert gar nichts mehr. Beim letzten Nexus, oder beim letzten zwei davor, sind wir wenigstens, können wir wenigstens weiterlaufen. Da ging es ja richtig mal ein bisschen voran, so, ne? Da hatten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Action und jetzt, wie ihr seht, komme ich noch nicht mal auf den Server drauf. Ja, Leute, und ich würde sagen, jetzt höre ich auch auf, weil euch die ganze Zeit nur zu zeigen, wie man sich hier einloggt oder nicht, macht auch keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, es tut mir leid, ich hätte euch gerne einen neuen Nexus-Kampf gezeigt. Nächste Folge morgen wird es wahrscheinlich, Entschuldigung, besser, jetzt habe ich mich auch noch verschluckt, super. Werde ich mal wieder über die Fraktionen laufen, die Heiligtümer zeigen und die einzelnen Städte besuchen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Und wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge habt, wie es denn weitergehen soll hier bei YouTube bei mir in Legend, schreibt es mir in die Kommentare. Was wollt ihr als nächstes sehen? Ist ja auch eine Sache, ich muss ja die ganze Zeit über Fraktionen hüpfen wie ein Verrückter. Oder ich kann auch mal RP machen, ich kann mal andere YouTuber besuchen. Schreibt es mir in die Kommentare. Am besten vielleicht so 1, 2, 3, so eine Rangliste, was ihr alles sehen möchtet. Weil dann, wenn ich immer was öfters was lese, ist es natürlich ja auch sehr wichtig. Wenn es auch nur auf Rang 2 oder 3 ist, statt auf 1. Aber umso mehr es genannt wird, umso mehr möchte ich das natürlich auch machen für euch. Danke fürs Zugucken. Das war der Versuch, den nächsten Kampf zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen. Ciao, Leute.